Carrie Fisher ist tot. Die Prinzessin unserer Herzen erlag am 27. Dezember einer schweren Herzattacke. Ihre Rolle als Prinzessin Leia Organa in Star Wars hat nicht nur eine ganze Generation von Kinogängern geprägt, sondern auch eine ganze Industrie. Leia war viel mehr als die ewig gleiche Damsel in Distress, die Jungfrau in Nöten, die es zu retten gilt. Leia war selbstständig und trotzig. I recognized your foul stench when I was brought on board. Sie bot ihren Feinden die Stirn und war nicht auf den Mund gefallen. Sie zeigte ihren vermeintlichen Rettern, wo es wirklich lang geht. Sie war emanzipiert. Und das alles ausgerechnet von einer Figur, die den Stempel Prinzessin auch noch als Titel trägt. Keine Selbstverständlichkeit im Hollywood der 70er und erst recht nicht im klassischen Fantasy-Genre, auch wenn es hier in den Weltraum verlagert wird. Carrie Fisher füllte diese moderne und neue Interpretation einer echten Heldin mit Leben und bereitete damit den Weg für stärkere weibliche Charaktere. I don't know where you get your delusions, laser brain. Sie aber nur auf ihre Paraderolle zu reduzieren, ist natürlich viel zu wenig. Carrie Fisher prägte in den letzten 40 Jahren immer wieder die Filmlandschaft, egal ob tragisch, komisch oder selbstreferenziell. Hey, are you... No. But you look just... Like her? I've been hearing it all my life. It's uncanny. I was up for Princess Leia. I was this close. So who gets it? The one who sleeps with George Lucas. Unvergessen für mich ihre rachenehmende Braut in Blues Brothers. Nice place, huh? Was sie vor der Kamera anschob, lebte sie auch hinter der Kamera. Sie stand ein für die Rechte der Frauen und zeigte, dass ihre eigene Offenherzigkeit und das Etikett des Sexsymbols in keinem Widerspruch dazu stehen muss. Sie kokettierte mit ihrem eigenen Image und spielte damit bis zum Schluss. You had the unmitigated gall to let that chick, the new girl who plays my mother, Queen Amadillo or whatever her name is, she wears a new hairstyle and outfit practically every time she walks through a door. I mean, I bet she even got to wear a bra, even though you told me I couldn't, because there was no underwear in space. So wie sie auch sonst kein Blatt vor den Mund nahm, ging sie auch offen mit ihrem Drogen- und Medikamentenmissbrauch um. Sie sprach diese Probleme an, um andere darauf aufmerksam zu machen. Sie thematisierte ihre bipolare Störung und ihr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter. Die Schauspiellegende Debbie Reynolds gebar Carrie Fisher in die Welt des Showbiz und diese kämpfte damit Zeit ihres Lebens. Die Beziehung der beiden pendelte zwischen strapaziös und liebevoll. Fisher hat das in ihrem quasi autobiografischen Roman verarbeitet, Postcards from the Edge. Bei dessen Verfilmung hat sie auch gleich das Drehbuch beigesteuert. Überhaupt war Carrie Fisher noch mehr eine angesehene Autorin als eine Schauspielerin. Hier tobte sie sich so richtig aus, egal ob fiktional oder biografisch. Ihre letzten Memoiren erschienen erst im November, The Princess Diarist. Darin beschreibt sie auch ihre zwischenzeitliche Liebesbeziehung mit dem noch verheirateten Harrison Ford. Trotz all dieser privaten Extreme und Eskapaden lebte sie zum Ende hin Haus an Haus mit ihrer geliebten Mutter. Debbie Reynolds starb nur einen Tag nach ihrer Tochter. Zusammen liefern sie auch eine meiner Lieblingsanekdoten zum schwierigen Dreh von Krieg der Sterne. Der Film wurde für ein äußerst knappes Budget gedreht und so sollte Fisher in der Holzklasse zum Dreh nach England fliegen. Ihre berühmte Mutter war dermaßen erbost darüber, dass sie George Lucas anrief, um sich zu beschweren. Dieser reichte den Hörer an Carrie weiter, die mit den berühmten Worten auflegte, "Will you fuck off?" Carrie Fisher brachte ihre rebellische Veranlagung in ihre Rolle als Leia ein. Sie sind nicht nur für uns Zuschauer untrennbar miteinander verbunden. Es mag makaber klingen, sich jetzt schon Gedanken darüber zu machen, aber als Fan ihrer Arbeit, ihrer Filmreihe, drängt sich die Frage nun mal auf. Inwieweit wird sich ihr unerwarteter Tod auf die neue Trilogie auswirken? Episode 8 hat sie abgedreht, so viel wissen wir. Was darin mit ihrer Rolle passiert, ob und wie etwas im Nachgang angepasst werden muss, wird die Zeit zeigen. Bis dahin bleibt das letzte Wort, das wir aus ihrem Mund in einem Star Wars Film gehört haben, Hoffnung. Diese Anmut, diese Standhaftigkeit und diese ureigene Ausstrahlung von Carrie Fisher werden die Zeiten überdauern. Wahre Prinzessinnen werden nicht von Rittern oder Prinzen gerettet, sondern von Bauern und Schmugglern.